Wow, ich weiß gar nicht genau, wie das Thema heute ist. Wir haben heute eben gerade einmal kurz darüber geredet. Also die Maslow'sche Bedürfnispyramide kann man halt verschieden auch deuten. Nichtsdestotrotz die Grundbedürfnisse hatten wir ja schon mal. Ich finde das wichtig, die für sich selber zu definieren. Also ich hatte letztes Mal auch gesagt, ich habe so ein Dankbarkeitsding, was ich mir selber für mich ausgedacht hatte. Also ich bin dankbar für saubere, frische Luft. Da hängt natürlich an jedem der Punkte hängt viel mehr. Für Wärme, für sauberes Wasser, gesunde Ernährung, vernünftige Kleidung. Das Wort Zuhause habe ich auch extra gewählt. Also ich habe Architektur studiert, ich hätte ja einfach ein Haus sagen können. Nee, mir ist der Tenor Zuhause wichtig, also alles, was das für einen bedeuten kann. Und ein großer Garten. Da ist bei mir im Hinterkopf auch Permakultur und Selbstversorgung von Stadtteilen und so weiter. Also das ist ein Riesenthema, alles ist. Aber diese 6 Punkte kann ich mir merken und immer wieder memorieren und auch wenn das Ideal nicht erreicht ist, trotzdem dafür dankbar zu sein. So viel zu den Grundbedürfnissen in der Maslow'schen Pyramide. Also wenn man dann ein Quäntchen Dankbarkeit drüber streuselt oder mit hervorholt, dann kann man auch leichter irgendwie zur Ruhe damit kommen. Ich kann ja eine kurze Mini-Geschichte erzählen, weil wir hatten das eben gerade. Also ich bin ziemlich früh exakt mit meinem 18. Geburtstag bin ich ausgezogen, weil ich das zu Hause nicht mehr ertragen konnte, Stiefvater und so weiter. Und dann blieb aber das Geld aus. Also ich hatte eine Wohnung, aber dann gab es keine finanzielle Versorgung mehr. Und dann meine Kumpels sind auch nicht mehr gekommen, aber es waren noch Bierflaschen da, die habe ich dann weggebracht. Das weiß ich noch. Und nachdem ich dann meinen Früchtequark aufgegessen hatte, habe ich mich nicht drum gekümmert, wo die Ernährung herkommt. Das war mir nicht wichtig. Ich habe Musik gemacht, das weiß ich noch. Also ich bin immer noch fleißig in die Übungsräume gefahren und so. Aber ich habe ziemlich lange nichts gegessen, das weiß ich. Bis dann irgendwann meine Mutter auftauchte, also wirklich anderthalb Monate oder sowas, nur wirklich, das war ziemlich lange, das hat mich nicht gestört. Bis meine Mutter auftauchte und meinte, das geht ja gar nicht. Ich sorge dafür, eigentlich hatte ich Geld, was aber mein Stiefvater quasi beschlagnahmt hatte. Wusste ich nicht von. Mir ging es darum, dass ich zu der Zeit eben mich nicht drum gekümmert habe. Also ich habe einfach das gemacht, was mir wichtig war. Auch mehr so meditativ Musik gemacht, obwohl wir Funk gemacht haben und sowas. Also es gibt eine Möglichkeit, das nicht zu vernachlässigen, sondern anderes, also dieses innere Zufriedenheitsgefühl, diese innere Liebe wichtiger sein zu lassen als das Hinterherrennen von dem, was man im alltäglichen Leben für so ungeheuer wichtig hält. Also, na nun, daran zu sterben, dass man sich nicht mehr ernähren kann, ist nicht unbedingt erstrebenswert. Aber worum es mir geht, ist halt diesen Selbstantrieb, diesen Selbsttreiber wieder ein bisschen zu lockern. Also das Leben etwas lockerer zu nehmen. Also ein Idol war für mich eigentlich auch immer diese Erzählung von einem Neurowissenschaftler, der im Konzentrationslager war. Der hat halt in seinem Buch auch geschrieben, dass er es geschafft hat, sich nicht von diesen äußeren Umgebungseinflüssen runterziehen zu lassen. Er hat halt immer überlegt, was kann ich machen, hat das getan, was er machen konnte und hat trotzdem es geschafft,
entspannt zu sein. Und das finde ich ziemlich schwer. Aber ich fand das erstrebenswert. Viel später gab es dann noch Erzählungen von Nonnen, die eben von tibetischen Nonnen, die im chinesischen Gefängnis waren und misshandelt wurden und die das auch immer wieder geschafft haben zu sagen, die sind in ihrem Handlungsmuster verstrickt und wir können weiter nichts machen. Also es gibt ab und zu Leute, die das schaffen. So viel an Überlegungen dafür für heute. Wir sitzen wieder für 20 Minuten rum. Wie in dem Mini-Video gesagt, konfessionsfrei. Also je nachdem, was ihr für eine Praxis habt. Also meine Praxis ist eher so, wie du vorhin gesagt hast. Also ich sitze rum, achte auf meinen Körper und ich achte nur auf ihn. Freundlich, aufmerksam und gelassen, ohne einen Deal. Also ich sage nicht, oh Verspannung, jetzt kriegst du Aufmerksamkeit, geh weg. Nee, bleibt meine Aufmerksamkeit da, freundlich, aufmerksam und gelassen. Meistens ist es aber so, dass der Körper so, wie es gerade geht, dann zufrieden ist, so entspannt, wie es gerade geht. Und dann bleibt noch der hüpfende und springende Geist da und er darf hüpfen und springen. Also ich zähle den nicht weg, ich versuche den nicht zu unterdrücken, das ist mein Freund. Ist nicht mein Herrscher. Das ist ein Riesenunterschied. Ich gebe ihm auch die Aufmerksamkeit, Freundlichkeit und Gelassenheit, die der braucht. Der ist zum Planen da, der kann tolle Sachen machen. Aber im Moment darf auch der entspannen. Das lernt der Affengeist auch. So, dass er dann irgendwann sagt, oh toll, das ist das mit diesem komischen Rumsitzen, das ist super. Dann wird er von selber auch langsam ruhiger. Er erinnert sich daran, wie es ist, wenn auch der mal zur Ruhe kommen darf. Aber wenn ihr Mantra rezitieren wollt, leise. Wenn ihr beten wollt, leise. Macht das. Nur eine Minute vom Schluss. Erinnere ich uns daran, diese Frage ins Nichts zu stellen, ohne Antwort. 19 Minuten. Und richtet euch ein. Gürtel lösen und so weiter.
nächsten einmaligen Glocke ist es Zeit, sich die Frage zu stellen, ohne Antwort, wie liefen die letzten 19 Minuten oder wie geht es mir jetzt? Jetzt ist eigentlich Zeit zum Quatschen. Nicht lange. Das waren die längsten 20 Minuten, die ich mir jemals so für dich Zeit genommen habe. Echt? So ungewohnt. Ich habe lange überlegt, ob man das hier draußen machen kann. Ich habe es dann auch extra getestet und so. Und ein einziges Mal bis jetzt war es auch wirklich nicht so toll, weil nebenan auf dem Fußball-Bolzplatz waren ein paar Kids, die wirklich eine sehr, sehr laute Box dabei hatten. Also ein 300-Watt-Ding oder 1000-Watt-Ding, was man hinterher schleppen kann. Und das war ziemlich krass. Mal was anderes, wenn man es gewohnt ist, in den eigenen vier Wänden zu meditieren. Dann nach draußen zu gehen, ist erstmal so eine Veränderung. Mhm. Weil auch jeder Reiz von außerhalb schon wie ein Echo hervorruft. Was die ganze Sache auch sehr interessant macht, weil man dann merkt, wie gehe ich überhaupt mit so einem Echo um. Ja. Beim Meditieren steht das eigene Ich mal im Fokus und wenn man sich dann mal so weit gelöst hat von allem drumherum. Ja. Und dann merkt man, oh Gott, jetzt reagiere ich ja schon, aber nur deshalb, weil da ein Geräusch kommt. Und dann einfach auch das zu bemerken und zu sagen, hey, ist okay. Ja. Musst du nicht, kannst du. Ja, auch zuzulassen, zu sagen, ja, der Affengeist möchte jetzt auf den Vogel hören. Ja. Ist okay, mach. Fühl dich frei. Ja. Nach dem Motto. Ja. Also das ist so ähnlich wie die Überlegung bei unserem Qigong und Tai Chi mit den Stauden. Mhm. Also dass man sagt, ich möchte in einem Tai Chi Studio alles eben, keine Hindernisse. Und ich bin dazu übergegangen zu sagen, auch das finde ich eigentlich besser als im Tai Chi Studio, weil jeder Schritt ist dann wichtig. Ich muss auf jeden Schritt achten, dass ich wirklich mehr Achtsamkeit in den Füßen entwickle, als in so einem ebenen Ding. Und so was Ähnliches ist, glaube ich, in der Meditation auch. Ja. Man lernt halt, mit den Unebenheiten umzugehen. Ja. Ja. Ich meine, wir tragen jetzt ja alle Schuhe. Nein, ich jetzt im Moment nicht. Ja, du gerade. Ja, umso idealer, also damals gab es ja, als der Mensch entstand, keine Schuhe. Ja. Wir sind barfuß gelaufen. Unsere Haut ist nicht umsonst da 20 Mal dicker als sonst war im Körper. Ja, und gar nicht so lange her. Also ne, selbst unsere Eltern sind noch barfuß rumgerannt und so. Ne? Viele von uns. Also 90er Generation auch teilweise noch. Aber dann ging es halt schon los. Zieh dir bitte Schuhe an und so weiter. Ja. Dann kommt halt die gesellschaftliche Prägung. Aber viele Erziehungswissenschaftler finden ja auch, dass wir zu entfremdet von der Natur sind. Ja. Und Meditation, Qigong, Tai Chi,
auch in gewisser Art und Weise die ganzen Kampfkünste bringen uns an, jeder auf seine eigene Art, unserer eigenen Natur ja näher. Ja, also die Kampfkünste schließe ich da jetzt aus mittlerweile schon. Also weil ich bin da auch dran gekommen, also in meiner Jugend quasi gab es nur aus Hongkong quasi solche Bruce Lee und solche, und da waren immer ganz kurz so Szenen drin, wo quasi so Buddhismus, Tempel und sowas gezeigt wurde. Und ganz gestrichen habe ich es, nachdem ich so eine Dokumentation von jemandem gesehen habe, der sich dazu geäußert hat, was das Shaolin-Kloster gerade quasi von sich in den Medien veröffentlicht. Und der hat auch, weil der war da, also der war bei den Shaolin im Kloster und er kannte die Meister und der hat gesagt, erstens, die verhalten sich so nicht. Mhm. Zweitens, da meditiert gar keiner. Das sind Kampfmönche, da ist nichts, gar nichts. Du kannst dich entscheiden, willst du ein Kampfmönch oder willst du mehr diesen spirituellen Weg? Und soweit ich weiß, sind die auch aus der Übertragungslinie deswegen ausgeschlossen. Nichtsdestotrotz, das ist, also die haben im Laufe ihrer Geschichte ja entscheiden müssen, wollen wir uns verteidigen, aber da, beim Buddha steht nun für Mönche explizit, du musst dich von den Räubern zersägen lassen. Ja, du bist, ich weiß auch nicht, ob man das nun schafft, aber also, ne, du bist über dich selber so erfahren, dass du weißt, du kannst Aggression aus dieser Welt nur durch Friede bringen. Du kannst nicht die Welt befrieden. Ne? Also für Mönche ist das zumindest im Buddhismus so angesagt. Ob ich mich zersägen lassen könnte, das weiß ich nicht. Ich war nur fasziniert von diesem Gandhi. Ne? Mhm. Da gibt es so eine Szene, wo quasi die Leute sich vor diese Polizisten setzen und dann einer nach dem anderen quasi niedergeknüppelt wird. Dann setzt sich wieder einer hin und wird wieder geknüppelt, wird der weggeräumt. Also dieses Ahimsa, gewaltloser Widerstand, erscheint mir der richtige Weg zu sein. Es gibt ein paar andere Geschichten, das ist jetzt zu lang. Sind auch nicht von mir, sondern von Ajahn Brahm. Aber das muss ja auch jeder für sich selber entscheiden. Aber zumindest also nach dem, was man bei sich selber feststellen kann. Ne? Also ich bin auch, habe Handwerker gelernt und so, und ich weiß auch, wie ich quasi die Kraft rauskriege, um wirklich was zum Beispiel zu bewegen. Und es gibt für mich dann eben keine freundliche Kampfkunst. Ne? Also dies ist der andere Weg. Das ist einfach wirklich der andere Weg. Ob man den manchmal braucht und den trainieren müsste, ist eine andere Frage. Ne? Also ich bin aber nicht in der Situation. Also man kann sich eine zurechtspinnen. Am Anfang habe ich noch gedacht, ich kriege hier einen heftig aufs Mett, weil ich hier so was Weibliches mache in einer Umgebung, wo 26% zu dem Zeitpunkt noch AfD gewählt haben. Und hier auf der Straße auch ab und zu Leute waren, so wirklich Stiernacken-Leute, die anderen quasi wirklich Meinung aufziehen will. Ja, aber richtig böse geschrien haben und oftmals es kurz davor war, dass andere Leute zusammengeschlagen wurden und so. Also es war wirklich, die Aggressionsschwelle war sehr hoch. Nicht durch mein Dazutun ist das weniger geworden. Das glaube ich nicht, dass ich jetzt durch meine Anwesenheit hier die Gesamtsituation verändert habe, aber das war mein Anliegen. Aber siehst doch mal so, das ist, wir Menschen sind, wir werden ja durch unsere Umfelder geprägt und beeinflusst. Ja. Und wenn wir natürlich mit neuen Dingen konfrontiert werden, wie zum Beispiel dich hier, wie er auf der Wiese Qigong, Tai Chi und Meditation anbietet, ja, dann ist das im ersten Moment erstmal etwas Fremdes. Ja. Und klar, irgendwas Fremdes ist, was der Bauer nicht kennt, mag er nicht. Ja. Das alte Sprichwort ist irgendwo Bestand, hat leider, so funktioniert der Mensch noch. Ja, das ist okay. Ja. Und da, wenn man sich davon aber nicht beeinflussen lässt, sondern sagt, dieser Platz wird nicht benutzt, ich kann ihn ja benutzen und ich bin ja auch weit weg von den anderen, also so, dass es nicht wirklich eine Berührung gibt, aber ja, man sieht dich halt. Ja. Und das fördert ja unter anderem den Weitblick. Also wenn ich jetzt an das eine Mal denke, wo die Teenager dann zu uns sich gesellt haben und gefragt haben, was macht ihr denn da? Ja, ja. Das ist jetzt auch schon über ein Jahr her. Ja. Aber da war dann auch
wir machen Yoga, war so der erste Gedanke von den Kids. Aber das, mittlerweile ist das, glaube ich, man weiß, wer hier sich so rumtreibt. Ja. Und das fördert so ein bisschen die Vielfältigkeit. Ja. Also vom, vielfältiger wir werden, und ich glaube, da hast du schon einen positiven Einfluss mitgewirkt, auch ohne dass du vielleicht weißt. Ja, sowas Kleines schon. Sind aber das chinesische Sprichwort, ein Reiskorn reicht, um die Waage zu kippen, das ist. Ja. Das war meine Intention, das hier auch zu machen. Ne? Und es funktioniert ja. Ich meine, schau es dir an, es ist idyllisch gerade. Es ist jetzt nicht in dieser Gegend so, dass es viele Gewalttaten gibt. Mhm. Und dass es jetzt hier gerade viel Rechtsextremismus gibt. Klar, wir sind in Köpenick, das darf man nicht vergessen. Ja. Und hier ist nochmal ein großer rechtsextremer Anteil. Aber es ist, nicht, es ist in der Zeit auch bunter geworden. Es wird immer bunter. Und auch die Leute bemerken, so einfarbig ist die Welt nicht mehr. Ja. Und wenn man, ja klar, man kann sich drüber lustig machen, aber das kann ja einem selbst, der hier sitzt und sich um sich selber kümmert, eigentlich im großen Stil, gar nicht mehr, kann er mir am Po vorbeigehen. Um das jetzt mal. Naja, das wäre Ignoranz, aber so wie du beschrieben hast, also meine Intention war das. Also ich kann das ja erzählen. Also ich habe vor 4 Jahren war das, habe ich bei einem Sport im Park e.V., bei der ich jetzt auch bin, quasi gefragt, den Robin, per E-Mail, wie wäre das, wenn ich vielleicht mal das machen wollte. Ne? Und dann hat er sofort zurückgeschrieben, ja, das geht sofort und so weiter. Dann hatte ich aber keine Zeit, jeden Sonntag das zu machen. Und habe gesagt, nee, lass mal erstmal sein. Und im nächsten Jahr hat er mir dann eine E-Mail geschrieben, hat geschrieben, so, ich habe dich jetzt angemeldet. Also du hast jetzt quasi ein Projekt. Dann habe ich, weil ich mir vorher, eine Woche vorher, hatte ich mir gesagt, ich werde das nie machen. Ich machte, also alle Leute, die wollen immer so Attraktion, die wollen die Formen lernen, die wollen was fertig, wollen Ergebnisse sehen. Und mein Weg ist ein anderer, das mag ich nicht. Mir geht es um die Art und um Körperwahrnehmung und Entspannung, um dieses Aufbauen des inneren Lächelns. Ne? Darum geht es mir. Und das ist den meisten keine Action. Auf die Plätze, fertig, hier geht's los. Ich wollte eigentlich. Schlagwörter. Ich wollte auf die Plätze, fertig, hier, lass los, eigentlich drauf machen. Ne? Aber das ist auch viel zu fordern. Also ich habe mir gedacht, die Leute mögen sowas Meditatives nicht, wird nicht angenommen, also werde ich das sicherlich nie machen. Und dann, als ich die E-Mail hatte, habe ich gedacht, wow, was ist das denn? Da habe ich gedacht, sofort zurückschreiben mache ich nicht. Und dann habe ich gedacht, nee, Moment. Manchmal ist es im Leben so, dass das genau zusammenkommt. Und dann ist mir noch wieder aufgegangen, die letzte Wahl, das geht nicht. Ein bisschen später gab es sowas, als den Kiez wieder zurück einzunehmen mit so ein paar Aktionen eben eher von, nicht alternativ, darf man ja gar nicht sagen, von mehr links aus dem Spektrum Leute, also den Kiez wieder einfach zu sagen, wir sind auch hier. Mhm. Ja, und so hatte ich mir das vorgestellt, ne? Also zu sagen, die Wiese ist da, ist nicht nur für Hundehaufen, sondern eben zu der Zeit war niemand, der das außer den Hunden genutzt hat. Und dann habe ich gedacht, vielleicht hat das ja zumindest ein bisschen Einfluss, dass die Leute sehen, oh, das gibt hier was Komisches, kennen wir nicht. Und durch die Beschäftigung damit vielleicht zu sagen, Moment, man muss nicht so in diese Dimension nur denken, das geht auch in eine andere. Also so ein bisschen bunter zu machen. Wie du sagst, vielleicht habe ich da was zu beigetragen, aber ich darf mir da auch keinen einbilden. Ich glaube, da musst du dir nichts einbilden. Ich meine, im Endeffekt machst du etwas, was dir gefällt. Genau. Und was gibt es, welchen anderen Sinn gibt es von der Meditation, außer sich selbst einerseits kennenzulernen und sich vielleicht auch bewusst zu werden, was mag ich und was mag ich nicht und was möchte ich tun und was gibt mir das, was ich tue. Ja, ja, ja. Und ich kann jetzt nur für mich reden. Mir hat es was gebracht und mir bringt es auch immer noch was. Einfach auch, weil man die Leute hier aus dem Kiez ein bisschen kennenlernen dadurch. Ja. Weil es gibt hier nicht so viele Angebote, die jetzt hier so spontan auf der Wiese stattfinden, leider. Ja. Und daher ist das eine echt schöne Alternative mal zum Nichts. Naja, das Wort ist wirklich mittlerweile vergällt. Ne? Das ist leider nicht mehr benutzbar. Ja. Also, ist was Neues. Ja. Also ich fände es eigentlich schön, auf lange Sicht gerade diese Meditationsgeschichte
wenn man langsam so auch Migranten und Leute, die eben aus einem Anhalt-Kulturkreis kommen, den weiterleben, aber schon seit Generationen hier sind, ja, dass die dann auch hierher kommen. Also deswegen sage ich das mit dem Mantra oder Gebet. Ne? Also ich war wirklich, weiß nicht, ob ich das sein darf, aber ich bin da wirklich positiv von berührt gewesen, als vor 3 oder 4 Wochen war um 17.30 Uhr Mittwoch hier eine ältere Muslima. Und ich habe mit der geredet, es war zum Glück niemand anders da. So. Und die hat dann zum Schluss gesagt, sie wäre super froh gewesen, dass sie hier in der Umgebung zum allerersten Mal mit jemandem reden konnte, der sie von Herz zu Herz wahrgenommen hat, ohne sie irgendwie als minderwertig oder was zu betrachten. Und solche Leute, wirklich mehr, dass wirklich der Haufen, der hier sitzt, konfessionsübergreifend frei ist, also dass Leute, die beten wollen, hier sitzen und so. Beten dürfen und Menschen, die nicht machen wollen, die dürfen es auch machen. Ja, genau. Ich meine, es tut ja einem nicht weh, wenn neben dir jemand sitzt und betet. Leise, still, ja. Also, ja. Genau. Alles im, naja, aber das ist ja der Kern der Sache. Es tut niemandem weh. Und besonders, weil die sind alle, also all die Religionen, auch Atheisten, ja, sind alle auf dem Weg zur Weisheit und damit quasi zur Liebe. Und wenn, das ist wirklich so hippieartig, ja, aber das ist mir egal, ich finde das gut. So weit hergeholt ist das Hippie ja nicht. Also wenn wir mal ganz genau sind, du kommst ja auch so ein bisschen in die, aus der Schiene, wenn man... Ja. Das gebe ich schon zu. Spiritualität hat ja auch immer seine... Hippie-Wurzeln aus den 60ern, 70ern mit Woodstock. Das sind aber nur wenige. Ja, das sind nur wenige, aber sie haben halt da... Unser Eins wurde da geboren. Ja, wir sind quasi Späthippies. Also ich hatte die... Deine Eltern waren vielleicht Hippies. Nee. Okay, dann, das war jetzt ein vehementes Nein. Aber vielleicht wären sie gerne Hippies gewesen. Das kann schon sein. Also zumindest diese Stimmung war ja in der Bevölkerung. Es gab zu der Zeit so Aufkleber, also auf Spülmittelflaschen. Ne? Gab es so Aufkleber mit diesen Mustern und dann irgendwann später wurden die ersetzt durch den Spruch Liebe ist. Mhm. Ne? Und in den 90ern gab es dann Arschloch, kleines Arschloch ist. Mhm. Ne? Also da, so hat sich so der Grundtenor sich verändert. Ja, das ist ja. Aber jetzt abschließen, also das sind ja alles nette, eher nette Sachen gewesen. Worum es mir und was ich auch weiter noch beleuchten werde, werden wir zusammen, ist dieser einmal die Richtung Liebe, Weisheit, das ist klar. Das ist ein Bestandteil von meiner Meditationsrichtung. Also Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit sind eben Metta, Vipassana und Samatha. Und aber wo es mir drum geht, ist wirklich, weil mich das auch privat interessiert, ist diese Reibefläche zu dem, wofür die Leute bereit sind, Geld zu bezahlen, weil es da im Laufe der Geschichte viele Künstler, Gesundheit, viele Künstler auch gab, bis zu Wissenschaftlern, die da wirklich eine harte Trennung haben. Also die können ihre Kunst nicht machen, wenn sie mit diesen Geld verdienen und den Aspekten und so berührt werden. Und ich kann das gut verstehen, weil man dann sehr stark gebremst wird. Ja. Also das ist ein Thema, was uns länger berührt, diese Schnittfläche zwischen Maslow-Pyramide und dem Ikigai. Ja. Weil es wäre schön, wenn wir da irgendwie weiterkommen, weil das ist ein großer Bereich, wie du sagst, aus der Hippie-Geschichte, aber es gibt eben auch viele Lebensgemeinschaften, die man sich sogar angucken könnte. Ein paar davon kenne ich schon. Das UNESCO-Ding aus Südindien haben wir erwähnt. Also es ist ein Thema, was man wirklich, was sich sogar jetzt in unserer Zeit lohnt, behandelt zu werden, weil durch die jetzige Situation es gut wäre, wenn man anfängt, quasi im Stadtteil zumindest Gemüse und Obst anzubauen. Ne? Also sich dann mit Permakultur zu beschäftigen, auch das ist ein ganz anderer Blickwinkel auf Natur. Es gibt einen Riesenkorb an Themen, die man da in 5 Minuten vor der Meditation besprechen kann. Wir machen jetzt noch einen Abschluss gemeinsam.
kennst du noch nicht? Ich mach mit. Ja, also man kann, wir sagen dreimal Sadhu gemeinsam. Sadhu kann man übersetzen als wunderbar, gibt andere Übersetzungen. Wir meinen wunderbar, bloß wunderbar hat drei Silben, ja, und ist wieder deutsch. Sadhu klingt besser. Wir können auch super sagen. Super macht der Sache, macht es irgendwie kaputt. Ja, super erinnert mich an diese komischen Shows im Fernsehen. Also, Sadhu! 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 Man muss schon lachen deswegen. Ja, ja, deswegen, das finde ich toll. Drei Menschen auf der Wiese sagen laut Sadhu. Ja, das stimmt, das haben die auch gehört. Ich danke euch, ihr zugeguckt habt. Fragen kann ich sehen, habt ihr euch nicht getraut? Nächstes Mal dann. Und ich bin über dieses abschließende Reden, was einem so auf den Herzen liegt, bin ich echt froh. Weil das so ein gemeinsames Überlegen und auch man merkt, dass jeder auf seinem eigenen Weg irgendwie so ein bisschen mehr weiterkommt. Und das finde ich toll.